So, einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Maxim Dreiding. Ich arbeite bei CrossEngage Marketing und möchte euch und Sie herzlich begrüßen zum heutigen Talk zum Thema Direct Mail Retargeting. Und dafür haben wir hier zwei spannende Gäste eingeladen. Einmal ist das Marco Kersch, der Geschäftsführer für alle Produktbereiche bei der AZ Direkt. Und einmal Matthias Klumpe, Consultant Data Science von der bei Campaign von Bertelsmann. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Und genau, kurz bevor die beiden starten, möchte ich nochmal sagen, dass wir euch und Sie sehr dazu einladen möchten, jederzeit Fragen zu stellen. Und sobald wir eine Frage sehen, möchten wir diese auch so schnell es geht beantworten und stellt auch gerne so viele Nachfragen, wie ihr möchtet. Wir möchten das möglichst interaktiv auch hier gestalten. Genau. Und sonst gebe ich jetzt mal ab an euch beide und wünsche viel Spaß bei dem Talk. Ja, vielen Dank. Marco Kersch, mein Name, noch nicht Geschäftsführer, aber Mitglied der Geschäftsleitung bei Arte Direct, verantwortlich für Okay. die Produktbereiche, das passt alles. Ja, ich darf gemeinsam mit Matthias Klumpe von der Campaign heute das Thema Direct Mail Retargeting vorstellen. Ein Produkt, das wir jetzt so seit knapp 2 Jahren im Markt haben, was sich auch, sag ich mal, gut entwickelt hat und trotzdem immer noch sehr neu ist. Deswegen auch heute hier sozusagen das Ganze einmal ja, in Länge und Breite dargestellt. Das Ganze wollen wir anhand von ein paar Folien tun. Und wenn es gut läuft, dann müsste jetzt muss ich mal gerade gucken. Wir wollten ja erst mal mit einer kleinen Umfrage starten, Ah, Marco. die Umfrage, jawohl, mein Fehler, mein Fehler. Genau. Okay, Um eine gewisse probiert. Interaktivität hier reinzubringen, haben wir uns gedacht, starten wir mit einer kleinen Umfrage. Und jeder von den Teilnehmern sollte jetzt gleich die Umfrage sehen. Es ist eine relativ einfache Umfrage, weil es geht ja heute um das Thema Retargeting. Und da haben wir einfach nur mal wollen wir einfach nur mal die Frage in den Raum stellen. Wer nutzt denn von den Teilnehmern heute schon Retargeting? Okay. Eigentlich hätten wir gerne fragen wollen, auch die unterschiedlichen Stufen. Das liest das Umfragetool hier gerade nicht zu, weil uns interessiert natürlich sehr, sehr stark, wer halt heute schon im digitalen Retargeting unterwegs ist. Ja, fast 70% machen Retargeting. Wahrscheinlich ist davon auszugehen, dass es sich hierbei um das, ja, man könnte sagen, klassische und allen bekannte digitale Retargeting handelt. Und wie Marco schon sagte, wir wollen heute einmal das Thema Direct Mail Retargeting diskutieren und vorstellen und zeigen, was es dafür für spannende Möglichkeiten gibt. Und ich glaube, Marco, dann kannst du jetzt anfangen, die Folie zu sharen. Jawohl. Du musst einmal kurz die Umfrage Genau. beenden. Das haben wir jetzt. Und dann geht es jetzt auch direkt los mit den Folien. So, alles noch etwas ungewohnt in diesen Zeiten. So, wenn es gut läuft, dann müssten jetzt die Folien zu sehen sein. Thema heute ist ja Direct Mail Retargeting, wobei wir uns das so ein bisschen in der Praxis anschauen wollen, wie man Webseitenbesucher wirkungsvoll zu Kunden konvertiert auf dem postalischen Kanal. Und das Ganze wollen wir uns einfach mal in 4 Schritten anschauen. Zu Beginn natürlich, wie funktioniert das Ganze? Was ist das Direct Mail Retargeting? Dann aus der Sicht des Advertisers, was muss getan werden, wenn man Direct Mail Retargeting implementieren möchte? Wie fühlt sich das dann praktisch an? Und dann natürlich das Spannendste, was bringt das Ganze? Wie ist der Nutzen vom Direct Mail Retargeting? Und im Anschluss dann noch genug Zeit für Fragen und natürlich auch die Antworten dazu hoffentlich. Fangen wir an mit der Funktionsweise Direct Mail Retargeting. Dann geht das Ganze ja schon vor dem Webshop los, wo ganz, ganz viel Engagement geleistet wird, um überhaupt erstmal Traffic zu erzeugen.
durch Marketing auf allen möglichen Kanälen im Rahmen der Customer Journey wird ja Traffic erzeugt, der dann als Unique User den Webshop betritt. Und hier wird ja schon eine ganze Menge Geld ausgegeben, um überhaupt mal Besucher in den Webshop zu führen. Für viele Webshops, je nach Branche, kann das auch schnell mal 10% vom Umsatz sein. Also da riesige Investitionen, um Webshop-Besucher zu generieren, die dann ja erstmal auf der Landingpage starten und da aber noch weit weg vom Kauf sind, sodass wir ja allgemein hin wissen, dass gerade mal so 2-3% im Branchendurchschnitt der Webseitenbesucher zu Käufern werden. Das heißt, ich habe da draußen unglaublich viele Konsumenten beworben. Ein kleiner Teil davon besucht dann tatsächlich mal den Webshop und davon ein kleiner Teil, vielleicht ein Drittel oder 3%, deutlich weniger als ein Drittel, das wäre schön, kommt dann in die Conversion hinein, wird dann tatsächlich zum Käufer. Und da entsteht ja für uns jetzt eine ganze Menge Retargeting-Potenzial der 98-97% Webseitenbesucher, die eben nicht den Kauf abgeschossen haben, was ja ganz, ganz unterschiedliche Gründe haben wird. Klar gibt es die Bouncer, die dann direkt von der Landingpage verschwinden und irgendwie falsch abgebogen sind im Internet und doch gar nicht zu diesem Webshop wollten. Dann gibt es die, die vielleicht auch nichts gefunden haben in den Produkten. Aber es gibt eben auch viele, die noch am Zögern sind, soll ich das kaufen? Oder wo dann irgendwo in der sensiblen Phase des Kaufabschlussprozesses eine Störung kam, weil das Telefon klingelte, das Baby hat geschrien, man musste sich doch nochmal mit dem Partner beraten und so ist eben der Kauf noch nicht getätigt worden. Und da beginnt ja dann die große Herausforderung des Retargetings, diese sehr wertvollen Zielgruppen zurückzuführen in den Webshop, zurückzuführen in den Kaufprozess, um dadurch die Conversion Rate zu erhöhen. Das ist ja sozusagen das klassische Retargeting als Instrument, wie es ja auch schon hier von 70% der Teilnehmer betrieben wird auf dem einen oder anderen Kanal. Das aber vielleicht auch nochmal für die übrigen, die noch nicht im Retargeting aktiv sind, was so die Grundfunktionsweise ist hinter dem Retargeting, nämlich Webshop-Besucher, die ja nicht gekauft haben, zurückzuholen und damit die Conversion Rate massiv zu steigern. Um das zu tun, gibt es jetzt ganz verschiedene Möglichkeiten. Und die 70%, die heute da aktiv sind mit Retargeting, werden dann, wie Matthias sagte, sicherlich vorwiegend das digitale Retargeting nutzen, was es ja schon seit Jahren gibt. Das heißt, Webseitenbesucher werden im Nachgang im Internet Displaybanner angezeigt, im Internet, im Social Media. Ich kann das Ganze auch sozusagen als Search Retargeting betreiben. Ich kann auch statt Displaybanner das auf dem Mobile Device tun oder mit Videos tun. Natürlich können die Display-Banner dann auch die Produkte enthalten, die ich im Warenkorb hatte. Ich denke, all das kennen wir, weil wir es entweder praktizieren oder selber als User im Internet regelmäßig auch erleben. Da gab es vor ein paar Jahren mal den Versuch, auch den E-Mail-Kanal fürs Retargeting freizuschalten. Es gibt spezifische Lösungen mit eigenen E-Mail-Adressen, da Retargeting drauf zu betreiben. Aber Criteo und einige andere im Markt hatten eben auch versucht, das Thema Retargeting in den E-Mail-Kanal zu ziehen mit Fremdreichweite, um dort dann auch Webseitenbesucher auf dem E-Mail-Kanal zu retargeten, was von der Performance her super funktioniert hat, aber die Reichweite war zu klein und deswegen wurden diese Versuche im Markt eingestellt und E-Mail-Retargeting ist bis auf Nischenlösung heute so im Markt eigentlich nicht verfügbar. Was jetzt seit 1-2 Jahren neu ist, ist das Thema Direct-Mail-Retargeting, was es dann ja typischerweise bei uns unter anderem gibt, aber auch bei anderen Teilnehmern im Markt gibt. Also wir sind da nicht der einzige Anbieter, sondern es gibt verschiedene Anbieter, die Direct-Mail-Retargeting-Lösungen dort bereitstellen. Das Ganze ist dann aber gedacht als additive Retargeting-Reichweite, weil es von der Reichweite noch nicht auf der Dimension ist wie ein Display-Retargeting, wo ich ja heute so gefühlt jeden zweiten Webseitenbesucher ins Retargeting bekommen kann. Da sind wir bei Direct-Mail-Retargeting noch bei kleineren Quoten, wie wir nachher sehen werden. Aber es ist eine gute additive Reichweite und es ist vor allen Dingen eine sehr, sehr performante Reichweite. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, das Retargeting im Display-Kanal wird immer schwieriger. Immer mehr Browser verwehren ja die Third-Party-Cookies und wir stehen ja so ein bisschen vor der Cookieless Future, wenn auch Google Chrome ab nächsten Jahr wahrscheinlich die Third-Party-Cookies verbannt, sodass es immer schwieriger wird, da auf Reichweite zu kommen, sowohl aus dem Thema Cookie-Sterben als auch aus dem Thema Adblocker heraus, wo ja ungefähr jeder vierte User heute einen Adblocker nutzt. Insofern da auch wichtig, andere Kanäle aufzubauen, um dieses kraftvolle Retargeting auch fortführen zu können, egal wie die digitale Welt sich dort verändert. Nur die Idee hier
ist jetzt das postalische Retargeting via Direct Mail. Direct Mail kann ja eine Postkarte sein, Mailing sein, Katalog sein, werden wir auch später noch sehen. Und der Mechanismus dahinter ist eigentlich der, den wir vom Retargeting auch kennen. Wir haben einen User, der die Webseite nutzt, der hinterlässt sozusagen mit seinem Cookie einen Trigger und wir können dann über das Pixel dort den User identifizieren und datenschutzkonform am Ende der Kette über ein Direct Mail erreichen. Das Ganze kann ich für ganz unterschiedliche Zwecke nutzen. Zum einen erhöht es natürlich die Conversion Rate, weil wir im Direct Mail deutlich, deutlich kraftvoller unterwegs sind, als wir das in digitalen Kanälen schaffen und so von der Menge der Webseitenbesucher ohne Kauf einen Großteil auch wieder zurückgeführt bekommen, um die Conversion Rate zu steigern und damit eben Umsatz- und Ergebnismaximierung zu betreiben. Ein zweiter Aspekt kann sein, dass ich ganz bestimmte Produkte oder Dienstleistungen meines Webshops pushen möchte, aus unterschiedlichsten Gründen, dann also dort das Pixel verbaue und auch nur die Webseitenbesucher via Direct Mail retargete, die bestimmte Produkte oder Warengruppen sich dort angesehen haben. Und zum Dritten kann ich natürlich auch, anders als im Online-Bereich, das Direct Mail Retargeting zur Neukundenakquise einsetzen, indem ich nämlich nicht jedem Webseitenbesucher ein Direct Mail zuschicke, sondern nur denjenigen, die nicht schon Bestandskunden bei mir sind. Ich kann also dort Bestandskunden herausfiltern und dann kriegen nur diejenigen ein Mailing, die potenzielle Neukunden sind. Und so kann ich natürlich die Conversion Rate steigern, gleichzeitig aber auch meine Neukundenakquise optimieren und mein Neukunden-KPI dort weiter verbessern. Das Tolle beim Direct Mail Retargeting neben der Reichweitenerhöhung ist, dass die Performance unglaublich stark ist. Wir werden nachher ein bisschen was zum Performance-Werten noch sehen. Während wir uns ja beim Display Retargeting über Klickraten von, sagen wir mal, 0,5% freuen, dass also jeder 200. Mal den Banner klickt und zurück zum Webshop kommt und dann mit einer Conversion-Wahrscheinlichkeit von vielleicht 3%, 5%, was auch immer kauft, sind wir hier eher im Bereich, wo wir 1-3% Käuferrate haben pro Werbemittelkontakt. Also pro 1000 Mailings oder pro 100 Mailings haben wir dann vielleicht 2 Kunden. Und das ist natürlich eine Performance, die wir im Direct Mail hinbekommen, aber im Display nie sehen und nie sehen werden, weil wir natürlich mit dem Direct Mail hier einen ganz anderen Angang haben. Wir haben die emotionale Ansprache durch das haptische Medium Papier, das ich in die Hand nehme, betrachte, länger mit mir herumtrage. Dann natürlich auch das stärkere Involvement dadurch, dass dieses Werbemittel nicht flüchtig ist und mit dem nächsten Klick verschwunden ist, sondern einfach so lange auf meinem Tisch liegen bleibt, bis ich entweder kaufe oder die Postkarte oder das Mailing dann in den Papiermüll gebe. Und dadurch haben wir natürlich ein längeres Involvement, stärkeres Engagement, was dann auch zu der deutlich höheren Conversion Rate führt, als wir sie aus dem digitalen Retargeting heraus kennen. Dazu dann aber nachher noch mal ein paar Werte, was da konkret zu erwarten ist. Schauen wir uns jetzt an, wie Direct Mail Retargeting in der Praxis funktioniert, wie es implementiert wird. Und die erste, sag ich mal, Parametrisierung oder Frage dabei ist, welches Direct Mail Retargeting soll eingesetzt werden? Bei uns unterscheiden wir da zwischen zwei verschiedenen Services, die sich dahingehend unterscheiden, wer den Lettershop macht. Viele haben einen eigenen Lettershop und möchten den auch gerne einsetzen. Dann würden wir dort die passenden geretargeteten Adressen dem Lettershop des Advertisers mitgeben. Da, wo kein Lettershop verfügbar ist oder man den integrierten Service von uns nutzen möchte, bieten wir hier eben mit Adset Direct und Campaign auch einen sogenannten Full-Service an. Aber das einfach mal so als Beispiel, wo unterscheidet es sich bei uns, aber auch bei anderen Anbietern im Markt, was man eingangs entscheiden muss, wo liegt der Lettershop. Und drumherum gibt es dann noch diverse optionale Features, die wir uns dann gleich auch nochmal angucken, wo ich dann eben den Bestandskundenabgleich fahren kann, um nur Neukunden mit dem Mailing zu beglücken. Oder ich kann weitere Filter einsetzen, dass ich meine Zielgruppe beschreibe und sage, ich möchte nur Männer über 40 geretargetet wissen, die dann eine Postkarte bekommen oder nur Familien mit Kindern im Haushalt, die eine Postkarte bekommen sollen. Das kann ich dann eben über unseren Filter mit unserem Targeting-System betreiben. Oder ich kann natürlich auch die Reichweite erweitern, indem ich mir statistische Zwillinge suche zu meinen Webseitenbesuchern, die dann ebenfalls ein Direct Mail bekommen sollen oder auch in anderen Kanälen dort geretargetet werden sollen. Drumherum kann ich natürlich auch Werbemittel testen, sowohl in Richtung Zielgruppe als auch in Richtung Werbemittel. Oder ich kann auch über das verbaute Pixel die Zielgruppe meiner Webseite besser verstehen
weil wir natürlich dann am Ende die User datenschutzkonform mit unseren Merkmalen beschreiben können und so dann auch ein besseres Bild davon bekommen, was ist so der typische Webseitenbesucher in der Kategorie A, B oder C, um dann auch beispielsweise den Webshop zu optimieren oder andere Marketingmaßnahmen stärker noch auf die Zielgruppe abzustimmen, was dann so ein Nebeneffekt des Services ist, wenn man ihn dort einsetzt. Das Ganze geschieht dann in 4 einfachen Schritten, um sozusagen zu starten mit dem Direct Merit Targeting. Zuerst gilt es natürlich, den Datenschutz hier Genüge zu tun. Das heißt, Sie als Advertiser werden dort in Ihrer Datenschutzerklärung auf der Webseite beispielsweise diesen Text implementieren, den Sie hier links sehen. Den will ich jetzt gar nicht im Detail durchgehen. Am Ende muss der natürlich auf Basis einer Einwilligung erfolgen, die Sie ja in Ihrem Consent Management Tool verbaut haben, weil wir ja Cookie-Daten auslesen von Cookies, die bereits existieren, die wir im Vorfeld auf dem Rechner des Users hinterlassen haben. Und dieses Cookie lesen wir dann datenschutzkonform aus auf Basis der Einwilligung über Ihre Webseite, über das Pixel, das in Ihrer Webseite dort ist. Haben danach dann eine Verarbeitungskette erarbeitet gemäß eines Datenschutzgutachtens, das wir erstellt haben, so dass wir hier auch extern bestätigt haben durch die Firma ePrivacy im externen Rechtsgutachten, dass sozusagen der Datenschutzprozess, das Datenschutzprodukt in Summe natürlich DSGVO-compliant konform ist. Und wir nutzen dafür unter anderem unser patentiertes Datenschutzverfahren DSGVO-DDP, wo der TÜV Rheinland im Hintergrund die Prozesse so koordiniert, dass eben die Datenschutzkonformität nach DSGVO gewährleistet ist. Aber wichtig eben, damit das auch funktioniert, Informationspflichten nach DSGVO, muss ein Text auf die Webseite eingebaut werden, neben vielen anderen Texten, die da heute schon stehen. Und es muss natürlich dann auch die Möglichkeit gegeben werden, nach der Einwilligung jederzeit ein Opt-out zu betreiben. Auch das beinhaltet ja dieser Text ganz unten im Opt-out-Link. Im zweiten Schritt kann dann das Pixel verbaut werden, über das dann, wie gesagt, geguckt wird, ob ein User, den wir bereits kennen, der bereits ein Cookie von uns auf der Webseite auf seinem Rechner hat, ob der die Webseite des Advertisers besucht. Und in das Pixel, deswegen hier mal dargestellt für die, die sich technisch da ein bisschen mit auskennen oder die es interessiert, werden relativ wenige Parameter übergeben. Also es geht niemals darum, irgendein Surf-Profil zu erstellen, sondern es geht lediglich darum, einen Trigger zu bekommen, dass ein Direct Mail stattfindet. Und dass die Daten, die in das Pixel überstellt werden, bestehen aus folgenden. Zum einen die Cookie-ID, die das Cookie eindeutig identifizierbar macht, dass wir bereits auf dem Rechner des Users hatten, bevor er die Webseite von ihm betreten hat. Dann die Mandanten-ID, damit wir auch wissen, aus welchem Webshop kommt jetzt gerade eigentlich dieser Trigger. Und gegebenenfalls noch eine Template-ID, falls verschiedene Werbemittel verschickt werden sollen, je nachdem, ob ich mich in der Kategorie A, B oder C bewege, weil es um Herrenfashion, Damenfashion, Kinderfashion geht und dann am Ende die Postkarte auch ein dementsprechendes Motiv zeigen soll. Dafür könnte ich eben eine Template-ID mit übergeben, wenn ich verschiedene Templates im Rahmen des Retargetings nutzen möchte. Optional kann dazu noch ein verschlüsselter E-Mail-Hashkey übergeben werden. Der erhöht die Retargeting-Reichweite, ist aber optional und wird dann auch als nicht personenbezogenes Datum übergeben, weil es eben verschlüsselt ist mit einem Schlüssel, den wir dann auch nicht haben, uns aber am Ende des Tages ermöglicht, im anonymisierten Raum einen Abgleich zu fahren, der die Reichweite nochmal erhöht. Das kann man tun, muss man nicht tun, je nachdem, wie man es möchte. Man kann es auch jederzeit, sag ich mal, ein- und ausschalten, indem man eben diesen verschlüsselten E-Mail-Hashkey mit ins Pixel übergibt oder eben auch nicht mehr übergibt. Aber das sind im Prinzip die 2 bis 4 Werte, die hier in das Pixel übergeben werden können, je nachdem, wie man das technisch implementieren möchte. Danach ist dann die Frage, wo will ich das Pixel auf meiner Webseite überhaupt einbauen? Und hier habe ich einen Trade-off zwischen maximaler Reichweite auf der einen Seite und maximaler Performance auf der anderen Seite. Das heißt, wenn ich alle Webseitenbesucher, die auf die Homepage, auf die Landingpage kommen, dort über das Pixel identifiziere, dann habe ich natürlich ein großes Mailing-Volumen, kann Retargeting im großen Umfang betreiben, habe aber natürlich auch eine schlechtere Performance, weil viele der Landingpage-Besucher vielleicht auch Bouncer sind, die sich dorthin verirrt haben und dann schon bei der Landingpage für sich entscheiden, hier bin ich falsch und denen muss ich dann vielleicht kein Direct Mail schicken, während andersherum ich natürlich Personen im Checkout, die den Checkout abbrechen, sehr sinnvoll einen Direct Mail schicken sollte, weil da ist natürlich die Conversion-Wahrscheinlichkeit am höchsten, wenngleich natürlich auch die wenigsten Webseitenbesucher so weit kommen in dem Funnel,
wirklich zum Checkout zu geraten, um dort dann den Checkout dort abzubrechen. Den Checkout-Abbruch messen wir über ein sogenanntes Stoppixel. Das heißt, diejenigen, die da tatsächlich kaufen, kriegen natürlich kein Direct Mail im Retargeting-Sinne, sondern nur diejenigen, die im Checkout oder auf der Warenkorb-Produkte-Teilseite waren und dann eben nicht gekauft haben, die qualifizieren sich damit dann eben für ein Direct Mail im Retargeting-Sinn. Wobei ich dann ja auch noch Bestandskunden ausfiltern kann, wenn ich nur Neukunden retargeten möchte, oder ich kann weitere Filter setzen, wenn ich nur bestimmte Zielgruppen retargeten möchte, oder ich kann natürlich auch meine Direct-Mail-Auflage steigern, indem ich eben über das Twinning noch geeignete Neukundenzielgruppen mit hinzunehme, die dann ebenfalls ein Direct-Mail bekommen. Und so bestimme ich dann am Ende des Tages über die technische Implementierung des Pixels, auf welchen Seiten dort Retargeting stattfinden soll und wie ich es filtern oder erweitern möchte, wie groß meine Auflage an Direct-Mail ist, die ich dann tatsächlich auch den Usern da draußen schicke, um sie zurückzuholen in den Webshop. Im nächsten Schritt gucken wir dann in das Thema Template und Personalisierungsvorschriften, also was kriegt der User und wie funktioniert der Prozess. Dazu, Matthias, darf ich jetzt an dich übergeben. Oder zuvor noch an den Maxim. Ja, ich hatte bei der Folie vorhin habe ich gedacht, dass das für die Zuschauer vielleicht noch interessant wäre, ob ihr so Best Practices habt, in welcher Stage sich so ein Retargeting am meisten Sinn macht oder für welchen Use Case, welche Stages gut geeignet sein könnten. Ja. Also wie immer im Online-Marketing, wenn man mal das damit mit Retargeting mit dazuzählen darf, hier sind wir ja noch online, ist es am Ende immer ein Testing und ein Versuch. Mit der Landingpage würde ich nur dann starten, wenn ich mir sicher bin, dass ich da guten Traffic drauf bekomme, eine kleine Bounce Rate habe. Ansonsten nutzen tatsächlich die meisten Kunden das Pixel auch schon auf der Rubrik- und Warengruppenebene, um einfach auch eine gute Reichweite zusammenzubekommen. Das Ganze kann ich aber von Woche zu Woche neu testen, indem ich halt bestimmte Pixel bediene, nicht bediene, mit Daten, die da übergeben werden, Templates mal ausprobiere. Also da sucht jeder so sein richtiges Rezept. Aber ich würde nicht erst beim Checkout anfangen, da wäre dann die Reichweite wahrscheinlich zu klein und wir haben immer noch eine mehr als ausreichende Performance, wenn wir bereits, sag ich mal, auf den höheren Ebenen Warengruppe, Produkte, Teilseite anfangen. Also spätestens da würde ich das Retargeting dann schon starten und bei einigen macht es tatsächlich auch schon auf der Landingpage Sinn, die das auch dort schon betreiben. Okay, danke. Genau, wir haben gleich auch nochmal einen kleinen Business Case, wo halt auch ein Parameter ist, nämlich die Anzahl der Unique Users auf der Webseite. Und da wird es dann wahrscheinlich noch ein bisschen deutlicher, wie viel, also gemäß dann der entsprechenden Trefferquote, die man hat, wie viel Unique User man auf den entsprechenden Stages haben sollte, damit man hinterher dann auch eine passende Größe hat, um ein Direct Mail auszuspielen. Genau, und da kommen wir halt schon zum Thema. Das heißt, jetzt geht es dann darum, also wenn die Schritte 1 und 2 vorgenommen worden sind und man hat dann letztendlich eine entsprechende Zielgruppe definiert, beziehungsweise Regeln, wie man eine Zielgruppe definiert, dann geht es natürlich noch darum, welches Produkt, also welches Mailing-Produkt verwende ich denn, was dann hinterher dann die identifizierten Kunden erhalten. Und da sehen wir halt bei den Kunden, ich zeige euch gleich noch ein paar Kundenbeispiele, damit ihr euch das mal ein bisschen besser vorstellen könnt, sehen wir halt, dass 3 Produkte sehr gut funktionieren. Wenn du einmal weitermachen würdest, Marco, kannst ruhig komplett aufblenden, die Folie. Genau, da sehen wir, dass 3 Produkte sehr gut funktionieren. Und das hat auch eine gewisse Analogie zu der Direct-Mail-Kommunikation, die man aus der Bestandskundenkommunikation kennt, also aus dem klassischen CRM, wo halt ja seit geraumer Zeit auch der Printkanal immer wichtiger wird, beziehungsweise als Ergänzung zu der digitalen Kommunikation verstanden wird und das sowohl auch bei klassischen Händlern, sage ich jetzt mal, die halt immer schon auf Printkommunikation gesetzt haben, aber auch auf E-Commerce-Unternehmen, die jetzt die Printkommunikation als Add-on zu ihrer digitalen Kommunikation verstehen, wo halt genau diese Formate extrem gut funktionieren. Wir haben ganz links, haben wir einmal die sogenannte Maxi-Postkarte. Das heißt, es ist eine relativ gesehen sehr große Werbefläche, die man hat,
und diese dann wiederum aber nicht in einem Umschlag. Das zweite ist die Langpostkarte in einer Versandhülle. Das heißt, da hier haben wir dann einen geschlossenen Versand und wir haben den klassischen DIN A4 Langbrief in einem Umschlag, also auch ein geschlossener Versand. Das sind Produkte, die funktionieren extrem gut und unterscheiden sich in der Werbefläche, in der Art, aber auch, ob es halt offen oder geschlossener Versand ist. Manche glauben halt, dass ein geschlossener Versand ein bisschen davon ablenkt, dass es sich vielleicht um eine Werbung handeln könnte. Ich meine, da muss man ja nur selber in den Briefkasten schauen, wenn man täglich dahin geht und dann entsprechende Briefe rausholt. Immer wenn ein Brief in einem verschlossenen Umschlag im Briefkasten liegt, dann denkt man wahrscheinlich in erster Linie nicht an Werbung, sondern im schlimmsten Fall an Rechnung, was natürlich das Ganze auch nicht besser machen würde in diesem Fall, weil wir wollen ja das Engagement der Kunden haben. Von daher ist es aber so, dass tatsächlich die Maxi-Postkarte sehr, sehr gerne genommen wird. Und auf der nächsten Seite sehen wir auch einmal zwei Beispiele von E-Commerce-Unternehmen, die halt das Direct Mail Retargeting jetzt schon sehr lange im Einsatz haben und auch sehr gute Ergebnisse damit erzielen. Wir haben ja einmal Wallbusch als klassischen Herrenausstatter und wir haben einmal Madeleine als Händler, der halt Frauenmode vertreibt. Und das ist hier beide Male die Maxi-Postkarte, das heißt große Werbefläche, in diesem Fall auf der linken Seite die entsprechenden Models abgebildet und auf der rechten Seite auch. Auf der linken Seite Wallbusch hat das Ganze noch ausprobiert mit einem Testimonial, mit dem, ich hätte jetzt fast gesagt Max Ballauf, aber das ist sein Tatort-Kommissar-Name aus Köln, der Klaus Behrendt. Und diese Formate funktionieren halt sehr gut. Es wird halt grob oder es kann halt sehr groß das entsprechende Angebot abgebildet werden. Und hier ist in diesem Fall ist es so, dass wirklich dann alle Kunden, die entsprechend identifiziert worden sind, diese Postkarte zugeschickt bekommen haben. Das heißt, es gab in diesem Fall keine Variation. Die Variation liegt dann eher darin, dass man sagt, okay, zu unterschiedlichen saisonalen Gegebenheiten kann halt unterschiedlicher Content ausgespielt werden. Das Ganze kann man natürlich noch viel, viel weiter treiben. Das heißt, die Technologie ist, also die Drucktechnologie ist heute so weit, dass man nicht nach dem Gießkannenprinzip verfahren kann und ein Layout hat, was dann alle bekommen, sondern dass man hier auch sehr schön mit unterschiedlichem Content spielen kann. Das heißt, dass man basierend auf den Informationen, die Kunden hinterlassen auf der Webseite, die man tracken kann, also welche Produkte werden angeschaut, welche Warengruppen, dass man darüber dann auch Produktaffinitäten ableiten kann, aber auch natürlich auf einer höheren Aggregationsebene vielleicht auch Eigenschaften, die halt eher dann für Frauen für Frauen stehen oder für Männer stehen. So, das ist also die Vorderseite. Und wenn du noch eine Seite weitermachst, Marco, hier sehen wir dann die Rückseite und hier sind halt, möchte ich auf zwei interessante Dinge hinweisen, beziehungsweise einmal deutlich machen, das ist jetzt die Rückseite dieser Maxi-Postkarte, da stehen noch Informationen drauf, da steht die Adresse drauf. Was aber auch, was wir auf der rechten Seite sehen, dass wir halt hier, und das ist das, was ich meine, auch mit bestimmten Produktinformationen spielen können. Das heißt, wir können hier halt die Personalisierung der Maxi-Postkarte sehr stark verfeinern. So, das ist halt sogar letztendlich ein individualisiertes Erlebnis jedes Kunden werden könnte. Man muss natürlich, wie Marco gerade schon gesagt hat, datenschutzkonform ist es alles, aber man muss natürlich auch immer den gefühlten Datenschutz im Kopf haben. Das heißt, dass viele Kunden kennen natürlich das digitale Retargeting und wenn man auf einer Webseite war und sich eine blaue Hose angeguckt hat, dass einem die blaue Hose dann über die verschiedenen Seiten verfolgt, das ist für einen nichts Neues. Wenn aber wahrscheinlich eine Maxi-Postkarte oder ein Direct Mail im Briefkasten liegt mit den Produkten, die man sich vor ein paar Tagen genauer angeschaut hat, vielleicht wird der Kunde dann schon ein bisschen stutzig. Deswegen muss man da immer schauen. In diesem Fall ist es so, dass auf der rechten Seite Madeleine sich dazu entschieden hat, nicht 1:1 zu personalisieren, sondern eine Produktauswahl hier nochmal speziell abgedruckt hat. Und ganz wichtig, was dann auch, und das steht hier unten auf der Folie, was auch noch abgedruckt werden muss, ist dann, wo kommen denn die Daten her und wie werden sie verarbeitet? Das ist halt Pflicht, das muss auf jeder Postkarte abgedruckt werden.
Wenn du eine Folie weitermachst, Marco, dann sehen wir noch andere Beispiele. Das heißt, wir haben nicht nur Kunden, die halt die Maxi-Postkarte, die halt die im E-Commerce-Bereich sehr gut funktioniert, sondern wir haben auch Kunden aus anderen Branchen. Und da muss man halt dann immer so ein bisschen drüber nachdenken, vielleicht auch, was hat man für eine Zielgruppe, ja? Was hat man für eine Zielgruppe oder aber auch, was für eine Werbefläche möchte man bespielen, mit welchem Content? Wenn wir auf der linken Seite anfangen, dann ist das der Kunde Home Day. Das heißt, hier kann man, wenn man eine Immobilie verkaufen möchte, dann kann man hier sich an einen entsprechenden Makler von Homeday wenden, der einem die Immobilie verkauft. Und Homeday nutzt es halt genau, um solche Interessenten beziehungsweise Kunden, die auf deren Webseite gewesen sind und vielleicht deswegen Interesse haben, eine Immobilie zu verkaufen, mit einem Direct Mail Retargeting zu retargeten. So, funktioniert sehr gut. In der Mitte haben wir ThyssenKrupp. Hier geht es darum, um den Verkauf von Treppenliften. So, und auch hier muss man natürlich schauen, und das ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel, für welche Zielgruppe nutze ich welches Produkt, aber auch, warum nutze ich vielleicht Direct Mail Retargeting anstatt digitalen Retargeting. Treppenlifte würde man jetzt natürlich prinzipiell erstmal daran denken, dass es ältere Menschen sind, ja, und deswegen zum einen, okay, digitales Retargeting, wenn sie auf der Webseite gewesen sind, ja, kann Sinn machen, aber vielleicht ist bei einer gerade älteren Zielgruppe eher das Thema Direct Mail, also Printkommunikation, noch mehr im Kopf und noch mehr relevanter und erzielt eine höhere Wirkung. Und zum anderen, Treppenlift ist natürlich ein sehr kostspieliges Produkt und da kann ich, wenn ich weiß, ein Kunde ist auf meiner Webseite, interessiert sich theoretisch für mein Produkt, kann ich auch vielleicht einen Kanal nehmen, also nicht das digitale Retargeting, sondern das Direct Mail Retargeting, was von den initialen Kosten her höher ist, aber wenn halt eine Conversion passiert, ich diese höheren Kosten extrem gut wieder reinbekomme. Und auf der rechten Seite, und das ist halt auch spannend, HelloFresh, klassischer Online Pure Player, auch die haben das Direct Mail Retargeting unter anderem mit einer A4, mit einem A4 Langbrief im Einsatz gehabt, hier ganz anders aufbereitet, mit einer ganz anderen ich würde jetzt mal sagen, jüngeren Bilderwelt, aber auch diese Variante gewählt, weil halt entsprechend viel auch textlicher Content platziert werden sollte. Und auch da funktioniert halt dieses Direct Mail Retargeting mit dem A4 Langbrief sehr, sehr gut. Genau. Das heißt, wenn man sich dann, wie wir jetzt bei diesen Beispielen gesehen haben, für ein Produkt, für ein Format entschieden hat, was, wie Marco auch schon gesagt hat, natürlich nicht in Stein gemeißelt ist. Man kann auch testen, man kann mit einem Format anfangen und kann dann halt gucken, wie die Performance ist, kann danach das Format wechseln, kann auch unterschiedliche Formate nebeneinander testen, um dann hinterher zu sagen, okay, welches funktioniert denn besser und dann getreu nach dem Prinzip the winner takes it all auf das Format wechseln, was halt sehr gut funktioniert hat. Wenn man das also gemacht hat, dann geht es jetzt noch darum, weil wenn das entsprechende Direct-Mail-Produkt dann gedruckt ist, ist es ja noch nicht im Briefkasten des Kunden, da muss man sich noch überlegen, welche Versandart man wählt. Und das sehen wir auf der nächsten Seite, es gibt drei Möglichkeiten, die man wählen kann. Das heißt, diese Möglichkeiten unterscheiden sich in der Höhe des Portos, was ich dann für das entsprechende Produkt aufwenden muss und dementsprechend dann auch in der Schnelligkeit, wie schnell dann das Produkt im Briefkasten meines Kunden liegt. Ja, und da haben wir halt, unterscheiden wir zwischen Premium-Versand, Standard und teiladressiert und gebäudegenau. Hier oben seht ihr dann die unterschiedlichen Laufzeiten, was standardmäßig eigentlich von 99% der Kunden verwendet wird, ist Dialogpost. Das heißt, dass halt nach Produktion, die Produktion dauert in der Regel zwischen 1 bis 2 Tage, dann die Postauslieferung erfolgt und dann die Post halt zwischen binnen 3 bis 5 Tage das entsprechende Produkt ausliefert, sodass der Kunde das dann zwischen 4 und 7 Tagen in seinem Briefkasten hat. Und auf der nächsten Seite haben wir dann auch einmal aufgezeigt, wenn du weitergehst, Marco, oder nochmal zusammengefasst, das, was wir jetzt gerade gehört haben, was nutzt denn jetzt das Direct Mail Retargeting? In Summe. Kannst du ruhig mal alles aufklappen. Das heißt, warum Direct Mail Retargeting und warum auch die Kundenbeispiele zeigen, dass es halt Sinn macht, ja,
wie Marco zu Beginn erwähnt hat, es ist ein Add-on zu den Retargeting-Möglichkeiten, digitalen Retargeting-Möglichkeiten, die heutzutage schon viele, viele ausnutzen. Man hat sozusagen dann mit dem Direct Mail Retargeting noch die maximale Retargeting-Reichweite. Wir haben halt dadurch, dass wir halt dieses das Direct Mailing verwenden mit den Eigenschaften, eine Erhöhung der Conversion Rate. Und das macht es halt dann auch wiederum so spannend, es ist halt sehr einfach zu implementieren. Das Einzige, was halt die Kunden machen müssen letztendlich, ist die Datenschutzbestimmung auf ihrer Webseite anpassen, das Pixel implementieren und alles andere kann theoretisch dann von uns als Dienstleister übernommen werden. Und auf der nächsten Seite haben wir dann mal, damit man sich das, damit es noch ein bisschen greifbarer wird, Thema Wahlbusch. Wir haben es ja gerade auch schon gesehen. Wir hätten heute auch Wahlbusch gerne dabei gehabt, aber das hat zeitlich leider nicht gepasst. Deswegen hat uns der Dirk Sigmann ein Zitat hinterlassen, was wir gerne präsentieren dürfen, hat er gesagt. Und er sagt halt, mit dem Direct Mail Retargeting hat die AZ Direct uns eine neue und innovative Möglichkeit geboten, effizient Sales zu generieren und neue Kunden zu gewinnen. Unsere Zielgruppen wurden um das Doppelte übertroffen. Zielvorgaben wurden über das Doppelte übertroffen. Für Wahlbusch ein klasse Ergebnis, welches regelmäßige Folgeaktionen nach sich ziehen wird. Und was war das Ergebnis? Das sehen wir auf der rechten Seite. Das heißt, wir haben ein Uplift der Conversion Rate um 105% im Vergleich zu klassischen, hier steht klassischen Printkampagnen, also klassischen Neukunden-Printkampagnen. Das heißt, Adressen werden eingekauft und letztendlich geht es ja hier bei diesen, zumindest in dem Wahlbusch-Case, auch darum, Neukunden zu aktivieren. Das heißt, Kunden, die identifiziert werden auf der Webseite, Bestandskunden werden von diesen getroffenen Kunden abgezogen, sodass nur Neukunden bleiben und dann wird denen ein Direct Mail geschickt. Und im Vergleich zu eben klassischen Neukunden Printkampagnen, also Einkauf von Adressen, haben wir halt eine um 105% größere Conversion Rate, was eigentlich schon ziemlich cooles Ergebnis ist. Im Endeffekt ja auch logisch und deswegen macht man ja auch Retargeting, weil wir ja dann die gewisse Affinität, die Nutzer schon zu unserer Marke aufgebaut haben, dadurch, dass sie auf der Webseite gewesen sind, ausnutzen und denen dann halt noch einen Push geben, um dann hinterher auch Produkte von uns zu kaufen. Genau, und um das mal auf eine allgemeine Ebene zu heben, also auf der nächsten Seite haben wir mal einen kleinen Business Case aufgemalt. Auch da kannst du es ruhig einmal ganz aufklappen. Ich würde da mal durchgehen, um euch so ein bisschen mal zu zeigen, okay, was heißt das denn jetzt überhaupt? Ja, also wir haben jetzt ganz viel davon geredet, Print funktioniert, Print wirkt, gute Conversion Rate, die Kundencases, aber was heißt das denn jetzt? Und wir haben jetzt mal hier aufgezeichnet, anhand verschiedener Annahmen, die wir getroffen haben und Parameter, was kostet das und was brauche ich denn für eine Conversion, um hinterher dann zumindest monetär plus minus null rauszugehen? Wobei das ja sogar dann auch schon heißen würde, plus minus null rauszugehen, würde ja bedeuten, ich habe halt Neukunden gewonnen. So, und wir haben hier oben, also gehen wir mal von oben nach unten, wir gehen halt von einem maximalen, in diesem Beispiel haben wir jetzt die Maxi-Postkarte mal ausgewählt, wir gehen von einem maximalen Matching- und Produktionspreis von 46 Cent pro Postkarte aus. Ja, wenn wir dann sagen, okay, wir bleiben bei einem Porto von 28 Cent, dieses Porto von 28 Cent, also die Dialogpost, wird dann fällig, wenn wir halt mindestens eine Auflage von 5000 Stück pro Produktion und Aussendung haben. Und das ist eigentlich auch das, was die Zielgröße von den allermeisten Kunden von uns ist. Das heißt, es werden halt entsprechende Kunden gesammelt bis zu einer Größe von 5000. Und das klappt in der Regel innerhalb von einer Woche sehr, sehr gut. Das sind also erstmal die Kostensätze pro Postkarte und halt pro Porto. Das heißt, wenn man das aufsummiert, dann ist man bei 74 Cent. So, und jetzt können wir halt mal weitergehen. Ja, das heißt, wichtig ist ja auch, wir haben es am Anfang gesagt, natürlich muss ich erstmal die Kunden identifizieren. Also wie hoch ist denn überhaupt die Trefferquote? Und die Trefferquote und die Anzahl der Unique User pro Monat
ist dann ja die Größe, die mir dann hinterher sagt, wenn ich das dann durch 4 teile und auf Wochen runterbreche, weil das müssen wir auch sagen, natürlich macht es Sinn, sehr nah an dem Event des Kunden zu sein. Also wenn der Kunde auf der Webseite gewesen ist, dass ich möglichst zeitnah dann auch diese Reaktion, die er gegenüber meiner Marke gezeigt hat, ausnutze und ihm ein Direct-Mail ausspiele. Das heißt, einmal die Woche sollte man dann schon versenden. Welche Größen brauche ich denn dann? Und ich brauche halt 250.000 Unique User pro Monat. In diesem Beispiel sind wir davon ausgegangen. Wir haben im Best Case eine Matched User in Prozent von 10%. Das schwankt natürlich auch von Branche zu Branche und von Zielgruppe zu Zielgruppe. Was wir da immer oder was immer zu Beginn gemacht wird, ist ein sogenannter Test, das heißt ein Laufzeittest, dass wir dann halt sagen, okay, es wird ein Pixel implementiert und es wird mal in 4 Wochen geschaut, vielleicht jetzt nicht zu Weihnachten, zu den Stoßzeiten, weil es soll ja auch eine kontinuierliche Aktion dann sein, aber es wird dann geschaut, was denn in 4 Wochen für Traffic ist, um dann halt zu sagen, okay, wie viele User erwische ich denn? Wenn wir bei diesem Beispiel bleiben, 250.000 Unique User pro Monat bei einer Trefferquote von 10%, dann bin ich halt bei 25.000 Unique Kunden im Monat. Runtergebrochen auf die Woche bin ich bei 6.250, bin also über der Grenze von 5.000, wo ich dann das günstige Porto von 28 Cent bekommen kann. Wenn ich das dann ausrechne, also Kosten für die Produktion für diese 6.250, mal 46 Cent, bin ich bei 2.875. Das Porto für diese 6.250 liegt dann bei 1.750. Das heißt, ich habe Gesamtkosten von 4.652 Euro in diesem Beispiel pro Woche. So. Für eben dann 6.250 potenzielle Neukunden. So muss man ja rechnen. So, und jetzt rechne ich dann die, man könnte jetzt eine Conversion Rate annehmen aus der Erfahrung. Wir können aber auch, und das ist vielleicht für Kunden auch einfacher zu sagen, okay, ich gehe von meinem durchschnittlichen Warenkorb aus, den ich ja sehr einfach ermitteln kann. Und wenn wir mal vielleicht im E-Commerce von einem durchschnittlichen Warenkorb, das sind jetzt natürlich nicht die Warenkörbe, die wir vorhin bei den Kunden hatten, bei ThyssenKrupp oder auch bei Homeday, sondern wenn wir mal von klassischen E-Commerce-Kunden ausgehen, von 80 Euro, ja, ein durchschnittlicher Warenkorb von 80 Euro, dann bräuchte ich halt 58 Kunden, die konvertieren, um halt hinterher die Gesamtkosten, die ich habe, von 4.600 wieder reinzubekommen. Und das klingt nicht unrealistisch. So, und das wäre dann eben eine, und das ist das, was Marco zu Beginn auch sagte, das wäre dann eine Conversion Rate von 0.9%. Also deutlich, deutlich höher als das, was ich beim digitalen Retargeting habe und nicht unrealistisch, wenn wir halt wirklich dann das berücksichtigen oder das im Hinterkopf haben, die Vorteile, die halt ein Direct Mail, Marco hat es auch da zu Beginn gesagt, hat. Und das zeigt es ja eigentlich ganz, ganz schön, dass zu überschaubaren Kosten man Neukunden sehr wohl auch mit dem Direct Mail Retargeting generieren kann. Genau. So, also das als Beispiel, ich glaube, das macht das Ganze dann noch mal ein bisschen greifbarer und bringt so ein bisschen Licht ins Dunkel, was auch die Kosten für dieses Direct Mail Retargeting angeht. Hier kam gerade eine Frage rein, und zwar, ob ihr bitte noch einmal genauer erklären könnt, wie das mit dem Tracking Pixel genau funktioniert. Also mit was muss man die Kunden matchen, damit man sie erreichen kann? Also der Advertiser muss sich da gar nicht drum kümmern. Der baut quasi das Pixel, was wir bereitstellen, auf seine Webseite ein, nebst eben der Datenschutzerklärung. Und wir identifizieren den User dann, der schon aus vorgelagerten Prozessen Cookies von uns auf seinem Rechner hat. Anhand seines Cookies haben dann eine datenschutzkonforme Brücke von unserem Cookie zu unserer postalischen Adresse, die ja dann auch auf der Postkarte beispielsweise draufsteht und deswegen ja auch der Datenschutzhinweis auf der Postkarte, dass die Adresse von uns kommt. Insofern ist sozusagen die ganze Brücke vom Cookie bis zur postalischen Adresse Bestandteil des Produktes, die postalische Adresse selber auch.
so dass der Werbetreibende nur sozusagen dieses Pixel neben vielen anderen, das er ja schon hat, mit in seinen Webshop einbaut und ja, der ganze Service dann vollautomatisiert abläuft. Okay, das heißt also, ihr von AC Direkt habt quasi die postalischen Adressen und könnt sie bestimmten Cookies matchen, die dann der jeweilige Händler dann auf seiner Webseite ja, reinbekommt. Genau, also Neukundengewinnung über Direct Mail machen wir seit über 50 Jahren mit eigenen Targeting-Daten. Und das Neue für uns war jetzt hier, dass wir nicht selber uns sozusagen mit unserem Targeting-System die Zielgruppe ausdenken, wer jetzt mal ein Mailing bekommen soll. Und dann gibt es irgendwie einen Tag mit Postauslieferdatum, wo dann 100.000 Mailings an von uns selektierte User gehen. Sondern hier ist es eben der User selber, der durch den Webseitenbesuch den Trigger setzt, dass dann er und nur er die Postkarte oder das Mailing bekommt auf Basis von Daten, Brücken, Adressen, die wir alle schon haben, wo er dann eben nur durch den Webseitenbesuch den Trigger setzt, den Startpunkt setzt für diesen Retargeting-Prozess, dass er dann am Ende das Mailing nach Hause in seinen Briefkasten bekommt. Okay, vielleicht, genau, kam jetzt noch eine ergänzende Frage dazu. Kannst du noch mal genauer erklären, woher ihr die Adressen und die Cookies oder die Cookie-Informationen zu den Adressen habt? Ja, also die Adressen, wie gesagt, seit 50 Jahren sind wir im Direct-Mail-Business tätig, da gab es das Internet noch nicht, haben wir aus ganz unterschiedlichen Quellen, wo wir dann datenschutzkonform Nutzungsrechte erwerben. Das sind teilweise auch wieder Advertiser, die dann eben im Zuge des Kundenprozesses sich die Rechte einholen, dass diese Adressen weitervermarktet werden dürfen, teils öffentliche Verzeichnisse und andere Quellen, wie wir an diese Adressen herankommen. Und die Brücken zu diesen, von den Adressen zu den Cookies, bauen wir über eine Tochter von uns, die Adility GmbH. Das ist auch diejenige, die das Pixel bereitstellt, das dann im Webshop verbaut wird. Adility ist dann Subdienstleister für uns, stellt dann quasi die Brücke vom Cookie zur Adresse bereit, etwas vereinfacht gesprochen. Das Ganze anonymisiert und datenschutzkonform, weil wir den TÜV Rheinland noch dazwischen haben, der eben ja sozusagen einerseits die Online-Welt mit Adility und Brücke und andererseits die Offline-Welt bei AC Direct mit der postalischen Adresse so voneinander trennt, dass keine Online-Daten Richtung postalisch gehen und umgekehrt natürlich erst recht nicht, sodass eben auf der Grundlage ja wir die Brücke haben, aber dann auch datenschutzkonform nutzen können. Das ist jetzt eine etwas vereinfachte Beschreibung gewesen. Wer sich dafür interessiert, der findet dann in einem extern erstellten Rechtsgutachten die Prozesse detailliert, inklusive natürlich rechtlicher Würdigung, wie das Ganze auch sein darf und sein kann unter der DSGVO. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt, dass es datenschutzkonform auch umgesetzt werden muss. Und das wird es natürlich auch. Aber ja, so mal ganz vereinfacht gesprochen, funktioniert dieser Service auf Basis Brücken und Adressen, die ja schon da sind und dann eben nur noch gestartet werden, wenn der Webseitenbesuch identifiziert werden kann durch das Cookie im Pixel, das mal so ganz vereinfacht dargestellt. Okay. Ja, vielen lieben Dank von der Teilnehmerin, die diese Frage gestellt hat. Genau, das heißt, ich hätte noch mal eine Frage zu diesen Rates, wie viele User ihr dann auch, wie vielen Usern auch ihr dann diese Adressen zuordnen könnt. Liegt diese Rate in der Regel bei 10%? Ist das irgendwie, in welchen Branchen ist das vielleicht deutlich höher oder deutlich geringer? Habt ihr da so vielleicht Erfahrungswerte? Ja, also je näher wir, sage ich mal, an den Durchschnitt der Internet-User rankommen, umso besser werden diese Quoten. Wenn ich jetzt sehr, sehr ja, spitze Zielgruppen habe, besonders alt, besonders jung, besonders was auch immer, dann mag es da etwas weniger werden. Am Ende des Tages ist das aber auch im Vorfeld sehr gut testbar, weil wir auch anbieten, kostenfrei erstmal das Pixel zu integrieren, eine Zeit lang das Pixel laufen zu lassen, wie Matthias ja auch sagte, um einfach auch herauszufinden, was wäre denn die individuelle Reichweite, die da zu erwarten ist. Und auf der Grundlage kann man dann irgendwann den Prozess starten, könnte ihn theoretisch auch pausieren oder dann mit dem nächsten Versand auch mal ein anderes Template ausprobieren. Also da hat man dann alle Möglichkeiten und Flexibilitäten. Aber die 10% ist so ein, ja, ist ein guter Wert, den man aber auch erreichen, teils auch übertreffen kann. Bei manchen ist es dann auch etwas weniger als 10%, ist dann aber nach wie vor, sage ich mal, ein kraftvolles Thema, um eben eine Zusatzreichweite zu generieren, die sehr gut performt, sehr gut auch auf Neukunden
Gewinnung anspricht. Und überall da, wo ich, sag ich mal, eine kleinere Impulskaufquote habe, höhere Warenkörbe, längere Entscheidungszyklen, da ist es natürlich dann ein Traum. Also ich sag mal, der sich, glaube ich, am meisten darüber freut, ist ein französischer Automotive, der sehr, sehr große Erfolge mit dem Thema natürlich hat. Aber wir sehen es ja auch bei Madeleine und Walbusch, wo ja doch auch eine gewisse Impulskaufaffinität dabei ist, dass das trotzdem super funktioniert bei denen, die auch lange Zeit schon dabei sind, hier eben Direct Mail Retargeting einzusetzen, obwohl eben das Mailing dann ja mit einigen Tagen Verzögerung erst beim User eintrifft und trotzdem eben dazu führt, dass er zurückkommt, doch kauft und dann eben Neukunde wird oder eben auch in jedem Fall Umsätze generiert und die Conversion Rate steigert. Okay. Genau, wenn jetzt keine Fragen noch von Teilnehmern sind, hätte ich vielleicht noch eine zu der Ansprache. Und zwar habe ich mir die Frage gestellt, ob wie weit es Sinn macht, da irgendwie zu personalisieren oder vielleicht wie eure Kunden bisher das so machen. Machen die wirklich einfach nur, hi, wir sind Madeleine und das sind so unsere Top-Produkte? Oder nutzt man da vielleicht auch schon irgendwie Website-Verhalten, dass da man dann zu dem Cookie zuordnen kann? Oder auf welchen Daten kann man da, wie weit kann man da personalisieren oder sollte man das machen? Also wir empfehlen erstmal sozusagen mit einer Standardpersonalisierung, sprich die Anrede, die habe ich ja beim Mailing sowieso immer personalisiert mit drin, da zu starten, sich dann über Templates weiterzuarbeiten, dass dann eben verschiedene Kategorien andere Templates bekommen. Das reicht dann oft aber auch schon. Also wirklich auf eine Produktpersonalisierung zu gehen, wie man es vom Direct Merit, vom Display Retargeting her kennt, würde ich hier nicht empfehlen, weil der gefühlte Datenschutz dann zuschlagen würde, dass der User sich dann denkt, woher wissen die, wie ich heiße, wo ich wohne und dann auch noch, was ich mir im Webshop angeguckt habe. Das wäre nicht zu empfehlen. Insofern sind eigentlich alle Advertiser, die wir hier bedienen, mehr so auf der Kategorieebene unterwegs und haben damit sehr, sehr gute Erfolge. Da ist dann auch die zeitliche Verzögerung von den paar Tagen, die der postalische Versand braucht, vielleicht gar nicht so verkehrt. Auch das mag dann helfen. Uns war natürlich wichtig, das war auch eine große Frage, als wir das Produkt gelauncht haben, funktioniert das, wenn ich Fashion mit einer Woche Verzögerung nochmal retargete? Wir haben gesehen, ja, es funktioniert super. Es funktioniert natürlich noch besser, wenn es dann um Automotive, um Finanzprodukte, um Treppenlüfte geht, Dinge, wo man auch mal eine Nacht drüber schläft, mal was vergleicht, mal guckt. Das ist dann wenig Impulskauf dabei, aber selbst bei typischen Impulskaufbranchen funktioniert es auch super. Insofern, ja, war das für uns natürlich ein wichtiges Thema, geht das auch in dem Bereich, aber man kann es eben sozusagen für die verschiedenen Einsatzzwecke auch gut nutzen. Ja, und vor allem genau durch so einen Brief, der ein paar Tage später ankommt, bleibt man ja dann auch in diesem sogenannten Consideration Sets der Kunden. Ja. Okay, also ich fand es sehr spannend, auch ein neues Thema für mich. Wenn von den Teilnehmern keine weiteren Fragen mehr gekommen sind, genau, habt ihr vielleicht noch was zum Abschluss, was ihr sagen wollt? Wie kann man euch erreichen? Genau. Also Folien werden ja wahrscheinlich oder der Vortrag zum Download beigeboten. Da sind ja dann unsere Kontaktdaten auch nochmal mit drin. Ansonsten Direct Mail Retargeting in die Suchmaschine eintippen. So viele Anbieter gibt es da nicht. Da wird man dann wahrscheinlich schon auch recht schnell bei uns landen. Und wenn irgendwie Fragen auftauchen, man es einfach mal testen will, sei es ein Reichweitentest oder mal eine Woche sich da mal auszuprobieren oder so, dann sind wir natürlich auch immer gerne dabei, das einfach mal dann zu testen. Das ist ja das Schöne, obwohl es ein sehr komplexer Prozess ist, ist er sehr einfach für den Advertiser, ist sehr einfach integrierbar. Man kann es ausprobieren, wenn es funktioniert, bleibt es an. Wenn es nicht funktioniert, stellt man es wieder ab. Also das ist hier ja, sag ich mal, mit kleinem Invest und wenig Aufwand möglich, einfach das Thema mal durchzutesten. Okay, ja, das mit der Testmöglichkeit finde ich auch echt cool eigentlich. Okay, genau, dann von meiner Seite war es das. Es sind keine weiteren Fragen mehr reingekommen. Dann bedanke ich mich vielmals bei den Teilnehmern und wünsche noch eine schöne Restwoche und ein schönes Wochenende bald und möchte noch darauf hinweisen, dass wir nächste Woche weitere spannende Talks haben im Rahmen dieser Veranstaltungsserie Touchpoints Digital, zum Beispiel mit der Walz-Gruppe zum Thema Personalisierung auch in Direct Mailings.
Genau, ihr könnt das einfach auf der Touchpoints-Website wie gewohnt da dann die weiteren Vorträge sehen. Und genau, wir würden uns freuen, wenn ihr da weiterhin teilnehmt und hoffe, dass es euch gefallen hat. Und genau, von mir auch dann jetzt ein Tschüss.